Jan aus Enschede, een hartelijk welkom. Dank u. Het is werkelijk Nederlandisches Wetter, zo ik voel me zu Hause. Een kurzes Bericht nog aus den Niederlanden. Ik meine, es hat kurzfristig etwas gesagt über die Zurückgang zum Atomenergie. Und ich fürchte, das ist jetzt in den Niederlanden der Fall. Seit der AKW in Borselen in 1973 in Betrieb genommen wurde, ist die Rede von weiteren Kernkraftwerken in den Niederlanden. Das war das letzte Mal, das ist fast 50 Jahre. Vor etwa mehr als 10 Jahren endete das letzte Versuch. Es war zu teuer und die Widerstand größer als erwartet. Die Pläne wurden auf dem Eis gelegt und aufgrund der neoliberalen Charakter des niederländischen Politik, alles am Markt zu überlassen, zien die discussie over nieuwe AKW's de vergangenheid aan te gehören. In vergangenen jaar is de bouw der kernkraftwerke zu einer Prinzipienfrage geworden als reiner Populismus. In de Niederlanden gibt es eine große rechtsextreme Bewegung, die niet aan den von Menschen verursachten Klimawandel glaubt und die Atomkraft sehr stark befürwortet. Die rechtsliberale VVD und die Christdemokraten sind in den letzten 10 Jahren sehr weit nach rechts gerückt und übernehmen einige dieser Positionen aus wahltaktischen Gründen, zum Beispiel zum Asylpolitik und Atomkraft. Der wichtigste Unterschied zu vor 10 Jahren ist, dass diese Parteien heute bereit sind, die Atomkraft erheblich zu subventionieren. Die neue Regierung hat 5 Milliarden Euro bereitgestellt, um den Bau von 2 neuen AKWs zu ermöglichen. Das heißt, nicht für den Bau, sondern für die Voraussetzungen, die Absicherung der Risiken, damit die Industrie sich beteiligen will. Aber nicht mit uns. Es gibt immer noch viel zu wenig Anstrengungen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch Einsparungen, Energieeffizienz und Isolierung zu verringern. Das politische Klima in den Niederlanden zeigt, was passiert, wenn die Kosten der Klimapolitik nicht gerecht verteilt werden. Eine riesige populistische Lobby versucht, das Klimaproblem zu leugnen, bis das nicht mehr möglich ist und sich auf die Frage beschränken, ob man Atomkraftwerke bauen soll oder nicht. Die alarmierende IPCC-Bericht eher dieses Jahres macht einmal mehr deutlich, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben und dass rasche und grundlegende Veränderungen notwendig sind. Der Bericht zeigt, dass Sonnen- und Windenergie bei weitem am günstigsten sind und die Atomkraft bestenfalls eine marginale Rolle spielt. Wenn sich die Politiker dann für die teuerste und langsamste Option entschieden, geht es nicht mehr um eine effektive Klimapolitik, sondern um einen anderen Grund. Und Atomkraftbefürworter sagen es wörtlich: Wenn wir nur einige Atomkraftwerke bauen, können wir die festgelegten Klimaschutzziele erreichen. Aber sie meinen, dann können wir einfach so weitermachen wie bisher. Business as usual. Benzinsubventionen, Flughäfen ausbauen, Wälder zu Autobahnen abholzen, der Viehbestand kann weiter wachsen und wir können weiterhin unbegrenzt Rohstoffe verbrauchen und das Wasser verschmutzen. Aber nicht mit uns. Seit dem Anfang des heutigen Krieges in Ukraine gibt es auch in die linksliberalen Parteien D66 und Volt Stimmen, die meinen, dass Gasabhängigkeit von Russland könnte beendet werden, wenn wir auf Uran umschalten. Aber dann vergessen sie, dass die Länder der Europäischen Union alles zusammen schon
für mehr als 40% vom Uran aus Russland und Kasachstan abhängig sind. Klimagerechtigkeit jetzt, Energiewende jetzt, Ausstieg aus dem Atomkraft. Dankeschön.